So, moin an dieser Stelle. Hallo, meine Auklinge. So, und ich muss mal kurz wieder überlegen, wo wir letztes Mal waren. Letzte Woche. Ja, stimmt, genau. Wir haben das umgebaut und das hat mit den Hühnern soweit funktioniert. Ja, sehr schön. Ach, es wird gemacht. Ups, und ins Bett springen. Ja, was gibt's Neues? Zusammenfassung der letzten Woche. Kurz überlegen. Wir waren viel draußen. Ja, ist irgendwie klar, ne? Ich denke mal, das ist das, was jeder ja irgendwie so ein bisschen erwartet dann. Haben praktisch gebuddelt, so wie man das früher als Kind gemacht hat, ne? Im Wald ein bisschen rumbuddeln, bloß halt diesmal mit einem anderen Hintergrund. Schon ein bisschen ernster. Haben wir noch Eier? Nee, ich muss mal gucken, ob wir noch mehr haben. War ganz cool. Hat Laune gemacht auf jeden Fall. Also mir macht sowas halt richtig Spaß. Also ich mag sowas halt, diese Praxissachen halt, ne? Das mag ich halt mehr als diesen ganzen Theoriekrams. Gerade wenn es dann daran geht, von wegen so, hey, boah, jetzt muss man das so und so machen und jetzt funktioniert das hier mit Stellungen legen, so. Also, es war schon echt ganz cool gewesen. Ein paar haben wir noch. Okay, ich pack mal den. Ja, die Drecklast hier dran liegen. Ja, ansonsten haben wir unsere Handfeuerwaffe kennengelernt. Also, das Gewehr hatten wir schon vorher mal, ne? Da haben wir auch die ganzen Übungen und Praxissachen, also hier Schießen und sowas dann halt alles schon in uns gebracht. Und jetzt haben wir praktisch unsere Handfeuerwaffe, die Pistole. Kennengelernt. In der Form halt, von wegen, ja, wie wechselt man Magazin? Also, alle Grundlagen. Das fängt ja immer bei Null an. Und dementsprechend wird das einem alles so dann nahegelegt, beigebracht. Kann man ja nennen, wie man möchte. Und dann geht es halt so ins Üben, bis man dann diese Sachen so verinnerlicht hat. Und dann, ich glaube, nächste Woche, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, geht es dann schon ans, ich glaube jetzt nächste Woche ist das, also diese Woche jetzt praktisch, ja, wo die Folge guckt, geht es dann schon daran, die Waffe halt einzusetzen, also praktisch auf dem Schießstand, ne, so die ersten Trainingssitzungen kannst du nicht sagen, es ist dann halt schon wirklich so, dass das Ganze dann bewertet wird, wo man sich dann, also wo ich zum Beispiel so als logisch veranlagter Mensch mir so denke, okay, warte mal, ich habe die Waffe jetzt gerade erst bekommen. Bisher noch keinen einzigen Schuss damit abgegeben. Das ging mir beim Gewehr dann auch schon so, wo ich dachte so, passt irgendwie nicht so ganz. Und jetzt soll ich praktisch das erste Mal scharf schießen damit. Ja, das ist ja schon was anderes, als wenn du nur mit einem Luftgewehr oder so schießt. Gut, beim normalen Gewehr, also beim G36 ist es echt, der Rückstoß ist ein Witz. Das ist jetzt nicht so das Ding, ja. Aber Pistole ist halt doch was anderes, größeres Kaliber, mehr Rückstoß, blablabla. Und da fragt man sich dann schon so, okay, jetzt soll ich dann halt gleich auf Wertung schießen, ja, also praktisch so, man stelle sich vor, du trittst in einen Schützenverein ein und sollst dann gleich am ersten Tag, ja, wo du das Gewehr in die Hand bekommen hast, ohne vorher das mal eingesetzt zu haben, sollst du dann halt gleich zu einem Wettkampf gehen und da halt, ja, gewinnen, so nach dem Motto. So ungefähr darf man sich das vorstellen. Ich gucke gerade, ob ich das irgendwie anders machen kann, dass es besser aussieht, aber mir fällt nichts ein. Ich könnte höchstens... Das passt auch nicht. Wobei, wir probieren das mal. Ich weiß nicht mehr, ob ich das noch so richtig verinnerlicht habe, wie das funktioniert hat. Das ist schon wieder eine Weile her. Wir probieren das einfach mal aus. Ja, also auf jeden Fall ist es halt so... Ach du Schande, verdammt. Nein! Hühnchen on the run. Nix da. Verdammt, jetzt haben wir überall Hühner rumlaufen. Naja, egal. War nicht so wild. Es ist halt so ein bisschen komisch, ne, wo man sich denkt, so, ja, passt irgendwie nicht. Also wie gesagt, von der Logik her macht es für mich halt keinen Sinn, weil rein theoretisch müsste man dann ja, was weiß ich, so einen halben Tag oder vielleicht ein paar Stunden Training haben, wo man dann erstmal merkt, okay, wie ist das jetzt halt in echt, ne, wenn ich die jetzt halt so halt das erste Mal richtig benutze. Und dann nehme ich das Holz... Ne, wir nehmen das hier. Wir probieren das mal mit dem Holz. Wir probieren das mal. Ich muss mal kurz gucken, oder? Ja, wo man sich dann nicht so fragt, ja gut, könnte man das nicht vorher erstmal einmal ausprobieren? Damit man dann halt sieht, ob das funktioniert. Achso, warte mal. Jetzt muss ich schnell sein. Ah, sehr schön. Also das funktioniert gut, dann kann ich das so weitergeben. Ich muss aber vorher noch was umbauen. Weil die ganzen Hühner können ja jetzt raus, das ist doof. Machen wir das so, genau. Das können wir dann einfach wegklöppeln, aber mir hauen die ganzen Hühner jetzt ab und das ist echt kacke.
Also, das haben wir. Gut. Es hat, wie gesagt, so ein bisschen eigentümlich. Also für mich jetzt, ne? Das heißt ja nicht, dass es für jeden so sein muss. Aber für mich ist das halt so ein bisschen befremdlich an der Stelle. Jetzt müssen wir am besten aber... Warte mal. Das heißt... Ja... Kacke. Ja, müssen wir jetzt so machen. Genau, machen wir das hier so. Ne? Und dann muss ich einfach nur von hier aus... Mal gucken. Ja, doch, wir machen das so. Ich muss das jetzt so ein bisschen verbuddeln, damit ich das vernünftig hinkriege. Irgendein Hühnchen stirbt gerade. Hm, naja, egal. Genau, das dann so, dann wäre... Jetzt muss ich überlegen. Ich muss ja kurz das ausprobieren. So, wir haben das jetzt hier so. Okay. Ich muss das mal kurz einmal nachbauen. So, dann habe ich ja hier das. Kann ich das so nach oben tragen, das Signal? Ginge das? Oder ginge das nicht? Ich brauche noch mehr von den Redstone-Fackeln. Ich weiß es halt nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Wir haben das damals beim Vulkan zum Beispiel auch benutzt. Also damals. Mein Gott, das ist so lange her. Okay, nee, so funktioniert es nicht. So funktioniert das auch nicht. Wie war denn das gewesen? Hm. Verdammte Axt. Weil irgendwie konnte ich das Signal doch nach oben tragen. Aber wie war das zur Hölle nochmal? Wenn ich das jetzt so mache... Ich komme nicht mehr drauf, wie das war. Verdammt. Weil da konnten wir das Signal halt wirklich senkrecht nach oben transportieren. Hm, warte mal, wenn ich das jetzt... Haha, ich hab gerade eine Idee. Also, ich habe hier die Redstone-Fackel und ich habe hier den Redstone. Sagen wir mal, das Signal kommt einfach von hier. Okay, gut. Kommt von da. Und hier ist noch eine Redstone-Fackel. Dann ist die ja aus. Mhm. So. Gut, okay, das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Wenn ich das jetzt... Nee, das ist auch nicht. Verdammt, ich dachte gerade eben, ich hätte ein Lichtblitz wäre doof, das wäre kacke, wäre ich blind, aber Gedanken, Einfall, Blitz, Dings da, Bums da. Ja, Mist. Wenn ich das jetzt hier so mache, geht das Signal nicht weiter. Wenn ich das jetzt so mache, ja, super. Dann habe ich praktisch eine Endlosschleife geschaffen, die sich dann selbst zum Kollaps bringt. Yay. Ah, das haben wir immer noch drauf, ja. Naja, müssen wir das jetzt anders machen. Also wir haben jetzt zumindest schon mal die Möglichkeit, das so zu machen. Das ist okay. Muss ich halt nur gucken. Beziehungsweise wenn ich... Warte mal. Das interessiert die Fackeln echt nicht? Doch, wollte ich gerade sagen, ne? Siehst du, so geht das. Ha! Ach, ganz einfach. Okay. Das heißt, wir machen das dann hier so. Genau. Wunderbärchenhaft. Und dann...
Ah, jetzt muss ich überlegen, warte mal. Das muss an sein, damit es zu ist. Und jetzt soll ja alles zu sein. Okay. Gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch eine hinpacke, ist es aus. Das heißt, ich muss dann doch einen anderen Weg nehmen. Stress. Ja. Weil das bedeutet ja, ich würde jetzt hier das so hinhocken, ja, und würde hier so machen. So, jetzt geht's aber auf. Jetzt mal nachgucken. Was ist denn dieses Rumprobieren, wenn man nebenbei versucht, irgendwie Gedanken zu ordnen? Genau so war das gewesen. Ja, das heißt, wir müssen hier entsprechend das muss ich dann auch. Warte mal, kann ich das? Ich muss das doch irgendwie deaktivieren können. Ja, mit einem Hebel würde das. Achso, wollen wir dann ins Bettchen gehen. Wir probieren das mal ganz kurz aus, wenn ich das statt. Da. Wenn ich da stattdessen da. Warte mal, wo habe ich jetzt hier das? Okay. Ich brauche das ja eh. Ne, soll ja hübscher aussehen. Hübscher, schöner, besser, breiter, breiter. Genau, so funktioniert es. Wunderbar. So, das heißt. Das wäre dann doch eigentlich das gleiche Prinzip. Dann müssen wir noch ein bisschen ausschalten. Es ist einfach viel zu lange, ja, ich merke das, ne? Das ist wirklich, wenn man jahrelang Pause macht, echt so ein bisschen ein Problem. Warte mal. Schnitzel mal kurz beiseite werfen. Das kann es ja eigentlich dann auch nicht sein. Das andere war schon richtig, weil wenn ich jetzt. Ich könnte sonst, warte mal, wenn ich das jetzt hier so mache, ja? Dann nehmen wir mal das da weg. Und sagen, okay. Das ist dann auch so. Wenn ich das jetzt ausmache. Ändert sich nichts dran. Nee, das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, damit konnte man aber nur das Signal von oben nach unten transportieren. War das nicht irgendwie so? Nee, das ging auch andersrum. Ach, verdammt. Ich muss nochmal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Ich schaue einfach nochmal eine der alten Folgen. Also die mit dem Vulkan weiß ich definitiv, als wir da dieses Haus oben auf dem Vulkan... War das auf dem Vulkan selbst? Nee, das war auf dem Nachbarberg, stimmt, auf dem Nachbarberg gebaut hatten. Wo wir dann den Schalter hatten, damit wir den Vulkan auslösen können. Da haben wir das auch so gehabt. Ich gucke einfach nochmal nach, wie wir das gemacht haben. Ich habe die meisten Zeichen oder Schaltungen habe ich mir damals aufgezeichnet. Dann gucke ich einfach nochmal nach. Also, ich bedanke mich. Wir sehen uns Mittwoch. Bis dahin, euer Mr. Zocker.